mir zu Lützburg. Wenn wir auch nicht mehr die großen Abwanderungswellen wie an den 70er oder an den 80er Jahren haben, so kommen aber noch immer alle Jahre so um die 1500 Leute aus dem Süden rauf, für wenigstens einen Teil von ihrem Leben heute zu verbringen. Die Sprache ist natürlich für diese Leute ein großes Problem. Gott sei Dank können sie an ihrer Community denken, solid aufhängen, und als Sprachrohr gibt es ja den Kontakto oder auch Radio Latina. Santa Fe am Mint könnt ihr wohl eine neue Referenz dabei, und das ist den bondia.lu. Es sieht für die Portugiesen aber nicht mehr für sie. Nathalie Reuter. Am Samstag den Abend am Centre Culturel zu Hollerosch, der Ricardo Silva ist in AW für Fotos zu machen für den Site bondia.lu. Noch vier Monate, wo der Site existiert, ist seine Mission natürlich noch nicht überall bekannt. Il en a déjà quelques-uns qui commencent à avoir l'habitude de me voir sur le champ et tout. Alors quand ils me voient, et voilà le reporter, et voilà quoi. Ils s'approchent, ils font comme un petit défilé juste devant. Pro Weekend sind op manst eng 5 Soirien an der portugiesischer Kommunität. Ricardo probiert, ob so viel zu gehen, wie ihn zeitlich packt. Tout d'abord, je reçois une liste de chez Ricardo. Il m'envoie la liste par mail. Et voilà, après j'ai le choix et c'est selon mon critère. On a toutes sortes de fêtes socioculturelles, sportives, et on sélectionne parmi les meilleures. Das Foto geht dabei Synapse auf das Site gesagt. Für die von bondia.lu könnt von Ricardo Mendoza, die 27 Jahre alt ist, auf ihren 12 Jahren mit seinen Eltern auf Lützburg kommen. Synapse wird die Möglichkeit geben, seine Idee zu realisieren. Neben einem Agenda kulturell bietet dieses Site ein helle Wohl und Informationen, Linken und Service an, die das Leben hier zu Lützburg vereinfachen. So sind zum Beispiel auch aus Apollos, der am Samstag zu Abend zu Hollerisch gespielt haben, um Site an der Rubrik Musik, wo die portugiesischen Gruppen, die hier im Land wohnen, sich androhen können. D'accord avec le consulat portugais ici à Luxembourg, qui nous ont mis à disposition beaucoup d'informations pour qu'on l'expose dans notre portail. Et à ce moment-là, les gens peuvent, au lieu de téléphoner ou de perdre du temps en ne pas allant au travail, ils peuvent venir sur le portail et automatiquement savoir qu'est-ce qu'il leur faut comme document pour présenter au consulat pour obtention d'autres documents. Viele portugiesische Assoziationen, ob von kultureller, sozialer, rekreativer oder sportlicher Natur, sind im Sinn. Für die Assoziation Kultur und Kommunikation, die auch Kulturkritiker für Bondia schreiben, ist der Sinn natürlich ein guter Moyen für Promotion für ihren zweiten Filmfestival zu machen, den auch bis einen freudenden Abend am Kino zu Asch lebt. Que ce soit un jeu ou mal, c'est le film le plus intellectuel des cinq qu'on projette, des cinq longs-métrages. Demain, on passera à Inferno, c'est un film sur la guerre coloniale, mais un film plutôt d'action, un film grand public. Et pour clôturer le festival, vendredi 28, on passe un film qui s'appelle La racine du cœur. C'est un film dont l'action se déroule à Lisbonne, un film assez poétique, avec de grands acteurs portugais. Qui a pas mal d'acteurs, des grands, tous les grands noms, ils sont dedans. Bondia ist außerdem ein guter Moyen, für Kontakt mit Portugal zu bleiben. Und das nicht nur, weil ein heimliebenden Fußballresultat aus Lützburg, die erst in Portugal findet, mehr allgemein, wenn es die Nachrichten bei heute zu lesen sind. Es ist ein Punkt de départ pour aller jusqu'à d'autres sites portugais, au Portugal. Mais il y a une sélection de nouvelles du Portugal, notamment des nouvelles des régions. Et parce que ça, c'est une chose qu'on n'a pas... C'est pas facile de trouver ici, parce qu'à la télé, on ne parle pas de ça, des régions, des petites villes et tout ça. Et là, on peut trouver aussi des nouvelles des régions du nord, du centre et du sud du Portugal, loin des grandes villes. Wenn die portugiesische Community dann Zukunft direkt aussprechen, kann ihn das von Loon online machen. Nur nehmen wir mehr in Existenz, zählt es seit 120 Visiteuren den Tag. Also, wenn dich interessiert, das Festival vom portugiesischen Film, die läuft nach bis Freitag zu Esch. www.bondia.lu, guck mal, bis